Die Kosten für Wartung und Reparatur gehen bei einem Frameless-Kit gegen null. Das liegt aber daran, dass die Elektromaschine an sich ein Leben lang hält. Sie wird nicht kaputt gehen. Kaputt gehen in der Regel immer nur Kugellager und Anbauteile. Und insofern ist die Frage einfach zu beantworten. Unser Motor geht nicht kaputt, außer man macht ihn absichtlich kaputt. Auf der anderen Seite haben wir ja auch noch Getriebelösungen, die in Kombination mit dem Motor verbaut werden. Und hier ist es auch so, das Getriebe an sich, unser Pinringgetriebe beispielsweise, ist grundsätzlich wartungsfrei. Nichtsdestotrotz, mechanische Komponenten, die sich irgendwie bewegen, unterliegen einem Verschleiß. Und hier kommt es einfach darauf an, wie man das Getriebe auslegt. Man kann das Getriebe so wartungsarm auslegen, dass es die Lebenszeit des Produktes sicherstellt. Man kann aber auch bewusst das Produkt so designen, dass es in gewissen Zyklen gewartet oder ausgetauscht werden kann oder muss, weil der Anwendungsfall halt so ist. Ich werde oft gefragt, ist denn die Integration von so einem Frameless-Kit nicht teurer als der Einsatz von Standardkomponenten? Und die Antwort ist ganz klar nein. Für Projekte, die eine gewisse Stückzahl haben, ist es in jedem Fall günstiger, weil man sich durch die Integration des Systems tatsächlich Geld spart. Nehmen wir als Beispiel mal als Einzelteil einen Motor, ein Getriebe und die dazugehörige Elektronik. Und wenn man da mal überschlagsmäßig rechnet, zahlt man einfach für den Motor mehr, fürs Getriebe mehr und für den Umrichter mehr. Und ich würde sagen, bis zu 50% kann man sich da in jedem Fall sparen. Allein das Handling von drei Komponenten, allein drei Gehäuse versus einem Gehäuse, die Qualifizierung von drei Komponenten versus einer Komponente und natürlich die Beschaffungslogistik. Ich lege mir nur eins auf Lager und nicht drei. Und ich habe auch im Rahmen der Entwicklung nur mit einer Firma zu tun und nicht mit drei verschiedenen, wo jeder am Ende auf den anderen zeigt und sagt, der ist schuld. Man kann sich auch viele Kosten im Bereich der Beschaffungs- und Ersatzteillogistik sparen, wenn man einfach daran denkt, wie viele Teile muss ich vorhalten, um mein Gerät in Zukunft auch servicen zu können. In dem Fall, den ich beschrieben habe, würde man nur ein Teil auf Lager legen und in dem anderen Fall hätte ich drei Teile, die ich auf Lager legen muss und jeweils vorhalten. Kosten spart man sich auf alle Fälle auch im Bereich der Verbindung der einzelnen Komponenten. Denkt man an einen Motor, an einen Umrichter und an ein Getriebe, dann müssen die irgendwie miteinander verbunden werden, entweder mechanisch oder elektrisch. Und wenn alles in einem System kombiniert wird, hat man auf alle Fälle ein weniger komplexes System, weniger Kabel und eine geringere Fehleranfälligkeit. Wenn man über Total Cost of Ownership spricht oder die Gesamtkosten des Produkts, dann sage ich meinen Kunden immer, die Kosten werden eigentlich rein entwickelt. Oft ist es so, dass Kunden versuchen, den Preis einzelner Komponenten durch Verhandlung zu reduzieren. Die wahre Lösung, die ich im Laufe meines Berufslebens als die beste empfunden habe, ist die, dass man die Kosten rein entwickelt. Das heißt, ein System, das mal entwickelt ist, billiger zu kriegen, ist viel, viel schwerer, als bei der Entwicklung auf die Systemkosten zu achten und gleich im richtigen Zielkorridor zu landen. Wenn ich aber im Rahmen der Entwicklung bereits darauf achte, dass es die Zielkosten erreicht, dann habe ich die großen Einsparungen. Und alles, was der Einkauf machen muss, bewegt sich im Bereich 5 bis 10%. Und mehr ist dann nicht zu holen. Soll heißen, wenn man ein Frameless-Kit mit Getriebe und Elektronik von TQ einsetzen würde, kann man das Produkt im Gesamten deutlich günstiger kriegen. Wir sind bestimmt nicht der günstigste Lieferant auf der Welt, aber die Total Cost of Ownership werden am Ende immer besser sein, als wenn man einzelne Komponenten zusammenkauft und dann am Schluss verhandelt, dass es noch billiger wird.